kann ich erstmal Hartmann, wir gehen all in, ja. Wir gehen all in, Leute. Nichts von wegen, wir brauchen eine Bude. Wir pennen da draußen und leben den harten Lifestyle. So, Schriftfarbe ist weiß und Hintergrundfarbe ist schwarz. Z-Diamant. Geil. So, Schriftart. Auf jeden Fall so, damit das ein bisschen mehr der Anton finde ich ein bisschen wild. Aber dann finde ich Rubik eigentlich ganz geil. So, wir sind ein Juwelier, das ist okay, das passt mir alles so. Mindestens ein Produkt, eine Registrierkasse oder Schalterstapel, Einkaufs... Okay, alles klar, pass auf. Wir können das Ding... Okay, wir haben hier noch nichts im Besitz. Im Z-Diamant ist noch nichts drin. Alles klar. Also, das Logo ist geil, ne? Ja, finde ich auch. Hier hinten aber... Ja, hier könnte man noch ein kleines Bettchen reinstellen. Dann würde ich hier einfach mal nächtigen. Aber das ist Kundentoilette. Geht noch nichts, okay. Leute, ich fürchte, wir müssen erstmal zu einem Einrichtungshaus. Zu dem hier. Hey, warte mal. Hier. Kriegst du Sachen? Das wäre ja großartig, oder? Hier. Ein rundes Regal. Was kostet das? 1200, Lick! Saft. Industrielle Gefriertruhe. Schrank mit Schubladen. Ich glaube, das wird unser Ding werden. Eine Registrierkasse wäre auch geil. Einkaufskörbchen vielleicht. Ja. Okay, wir kommen der Sache näher. Wir haben keine Kohle, aber wir sind glücklich. Das ist schon mal ein Anfang. Filialleiter, okay. Ein Kassenschalter. Reinigungsstation. Was? Deine traurige Phase ist beendet. Ja, zum Glück einfach nur, weißt du? Das Trickkühlschrank. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Nee, grüß dich. Hi. Ich habe gerade ein Geschäft gekauft, aber ich schlafe noch im Park. Ist das gut? Schneeleoparden, vielleicht, ja, können wir uns da so eine kleine Decke kaufen, weißt du? Ich dachte, das ist eine Unterkunft, aber dann habe ich halt ein Geschäft aufgemacht. Das sind Sachen, die passieren. Weißt du, das sind Sachen, die einfach passieren. Da läufst du rum, da denkst du an nichts Böses und schwuppdiwupp hast du plötzlich eine Firma eröffnet. Ich kenne das, ja. Ich kenne das. Okay, Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich wollte eigentlich nicht einen Einzelhandel. Aber ich wollte eigentlich, wir hätten das mieten sollen, ne? Wir hätten es einfach tun sollen, die verdammte Axt. Aber okay, jetzt haben wir halt die Bude. Was willst du halt machen, ne? Pass auf. Sehe ich hier meine Filiale? Sehe ich nirgendwo, ne? Oder? Warte. Ein Juwelier. Da ist meiner jetzt dabei. Okay, alles klar. Jetzt sehe ich ihn doch. Wunderhübsch. So, okay. Dann hätten wir doch diese Bude hier anmieten sollen, ja? Das da. Ja, wäre, glaube ich, unsere Wohnung gewesen. Ja, das schaut auch aus wie so eine Wohnung. Wir hätten vielleicht mal reingucken sollen vorher. Na, okay. Okay, jetzt. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an die Schneeleopardin. Das ist saulieb, Markus. Vielen lieben Dank. Schneeleopardin im ersten Monat. So. Okay. Es ist geschlossen im Privatbesitz. Ich könnte das Schilddesign brauche ich nicht. So, Kaufangebot. Nee. Okay, pass auf. Kann ich hier Innenarchitekt? Ach, geil. Okay, alles klar, ich verstehe das System. Ja, okay. Ich will das ja rausfinden, ne? Inventar haben wir nichts. Zeitplan haben wir auch nichts. Wir haben auch momentan alles zu. Lieferverträge haben wir keine. Marketing haben wir keine. Einstellungen haben wir keine. Okay, alles klar. Wir brauchen Einkaufskörbe. Öffnungszeit machen wir ganz am Schluss. Das Geschäft hat keine Produkte. Das ist ein Problem. Das sehe ich als tatsächliches Problem an, ja? Ist das Sandbox ohne Plan? Absolut richtig, ja, genauso wie ich es mag. So, pass auf, wir legen uns jetzt erstmal aufs Ohr. Wir legen uns jetzt erstmal aufs Ohr, ich sehe da unsere Vorteile definitiv kommen. Ja, ich sehe da unsere Vorteile, wenn wir erstmal schlafen, weil ich will nicht schon wieder in der Notaufnahme landen, echt nicht. Da habe ich so gar keine Lust drauf einfach. So, pass auf, wir machen das jetzt mal easy peasy und dann geht das, und dann wird das schon. Ja, jetzt haben wir halt... Oh Gott, fahr mich nicht mehr auf, Junge. Ihr kriegt mich nie. So, pass auf. Wir haben schon rausgefunden, tief im Park ist besser als draußen am Park. Also nehmen wir die nächstbeste Parkbank, die halt drin ist. So, hier. Erstmal ordentlich einwegschlafen. So, mir geht's schon besser. Aber wir brauchen noch ein bisschen... Wir müssen ja noch arbeiten heute. Meine Güte.
Unternehmen 1, geil. So. Gesamtgewinn 157. Das klingt noch nach einem Wort hier, ha? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Es ist 4 Uhr. Es ist 4 Uhr nachts. Ja, ja. Jetzt laufen wir mal hier vor ein bisschen. Was kann schon passieren? Was kann schon passieren? Wir müssen mal... Oh, wir müssen auch was essen, ne? Wir sind jetzt schon ziemlich hungrig. Vielleicht sollten wir... Warte mal, ist hier irgendwas offen vielleicht? Irgendwo so eine Saftbar oder sowas? Öffnet um 6 Uhr. Hotdogs. Ja klar, einen frischen Hotdog geht auch immer, oder? Was gibt's hier nebendran? Einzelhandel, nee. Aber es wäre großartig, ne? Wenn wir die Bude mieten könnten... Dann können wir nebendran arbeiten. Dann gehen wir hier früh raus und gehen hier rein. Das wäre ja super geil, ne? Du liebst das Risiko, oder? Aber hallo. Also, wenn du immer Tutorials spielst, dann kannst du doch nichts Neues lernen, ja? Du musst das rausfinden. Das macht doch viel mehr Spaß, als wenn du das zeigen lässt. Das muss man einfach, du musst rein da, ja? Ich würde den Job gerne kündigen, aber. Ja, gut. Hallo, Herr Monty, wunderhübschen. Hi. So, pass mal auf, 6 Uhr ist eine halbe Stunde. Das halten wir durch, oder? Zwergi, das hältst du durch, Junge. Zieh, Mann, zieh! Dann gibt's erstmal den 6 Uhr morgen Hotdog, ja? Ich meine, entschuldige mal, das ist eine gute Sache, ja? Komm, wir haben jetzt 6 Uhr, dann gibt's erstmal ein Frühstücks-Hotdog, ja? Und nach dem Frühstücks-Hotdog gehen wir erstmal ein bisschen, arbeiten und danach schauen wir, dass wir vielleicht irgendwo so erste Kleinigkeiten für unseren Laden bekommen. Eine Registrierkasse wird ein teures Vergnügen. Ich bin dafür, dass wir vielleicht sogar nochmal in Richtung Kredit schauen. Hier, gib mal einen Hotdog, Mann. Okay, vielleicht nicht ganz so. Muss mit dem Kassierer interagieren, okay. Mach mal. Ach, der macht da einen Hotdog hier. Ach, der macht den so halbfrisch. Ja, pass auf, Kumpel, weil ich sag dir mal, wie es läuft. Gib mir mal noch einen. Ich hätte gern noch einen. Komm, einer geht noch. Nein, der war doch nicht vor mir. Ich weiß. Jetzt will der auch noch ein Getränk haben. Na komm, noch ein Hotdog. Frühmorgen Hotdog. Komm, es ist fast 7, ich muss los. Hau rein und los. Ah, ist doch. Ja, moin. So, da ist Z. Ach, guck mal, da steht hier sogar. Timo! An Kaffee. Dankeschön für noch einen Prime im 19. Monat. Vielen Dank. So, pass auf. Hier schnell über die Straße drüber. Wir gehen hier schon mal rein. Ah, moinsen. Hi, hi. Ich weiß mich selbst zu, natürlich. Erstmal ein bisschen Geld verdient, ne? So, haben wir schon wieder ein paar Kröten gemacht. Sehr geil. So, Leute. Wir gehen jetzt nochmal hier rüber. In dieses Einrichtungshaus. Das ist natürlich super, dass das hier gleich ums Eck liegt, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht immer so ist. Aber jetzt pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall Einkaufskörbe, haben sie gesagt. Stapel kostet 200, ihr seid doch irre. So. Filialleiter, was geht bei ihm? Können wir ihnen helfen? Adresse: Z-Diamant. Lieferzeit: keine Ahnung. Am Samstag, Tag 6 vielleicht. Ah! Okay. Aber geht eine Registrierkasse, muss ich 900. Kosti. Warte, die kann ich doch auch bestimmt so mitnehmen, oder? Hier, guck mal, da ist so eine Sackkarre. Leute. Ich fühl mich bereit für die Sackkarre. Hier, Registrierkasse. Ja, nice. 900 ausgegeben. Klar, Mann. Hier, entschuldigen Sie, ich würde das gerne bezahlen. Bestellung aufgeben, wir probieren das jetzt einfach. Leute, ich glaube, wir klauen gerade eine Sackkarre. Ja, nice! Ich habe eine Sackkarre geklaut. Nice, nice. So, platzieren. Wir hätten vielleicht einen Schrank kaufen sollen. Egal. Wir können ja schon mal ungefähr vorüberlegen, wo das Ding hin soll. Ich würde sagen, Registrierkasse kommt irgendwo an den Eingang, ne? Oder irgendwie so hier, so da, so in dem Bereich. Hier vielleicht.
Hier so. Geil. Papiertüte? Nicht definiert. Papiertüte, oder? Oh, wir brauchen Papiertüten. Uff. Warte mal, ganz kurz. Wir fahren das Ding mal... Oh, da haben wir schon noch eine. Wir haben zwei geklappt. Okay. Ich pack das mal hier. So. Okay. Schränke werden über... Ich kann das auch im Boden abkassieren. So, pass mal auf. Wo ist jetzt... Es gibt noch ein zweites Einrichtungshaus. Okay. Ich verstehe das System. Das ist ja am Ende der Welt. 20 Uhr. Okay, ich bin bereit. Es ist nicht so weit. Oh Gott. Nein. Lass mich leben. Verdammte Scheiße. So. Ach, jedes Mal ein Thrill, über die Straße zu gehen. Gott. Ist das hier am Boden? Nein! Da, ich wollte da nicht hin. Nee. Ein Blümchen. Geil. Ich brauche noch was zu essen heute. Habe ich da Kebab gelesen? Green Salad. Ja, komm, da gibt's bestimmt was. Moin, hi. Ich hätte gern einen Burger. Ist billig. Großartig. Jetzt gibt's erstmal ordentlich einen auf den Burger, ne? Also, ja. Oh nein, ich habe keine Zeit mehr. Der schließt in einer Stunde. Morgen ist mein freier Tag. Ich will morgen keinen freien Tag. Ich bin hier Firmengründer. Ey, mach bitte nicht zu, ja. Ich finde das cool, wie die hier das machen. Ich finde das total toll irgendwie. Ich fühle mich fit. Gut. Dankeschön. Ich muss weiter. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Leute, eine halbe Stunde noch. Ich bin immer... Das sind immer die Schlimmsten, ne? Die so auf die letzten 5 Minuten noch in den Supermarkt reingehen. Das Geld schmilzt. Ja, gut. Ich habe ja Registrierkasse gekauft, ne? Ich will ja nur wissen, was kostet mich jetzt erstmal ein Schrank für all das Zeug. Ich war ja fett shoppen, ne? Überfahrt mich nicht. So, hier, er hier. Moin. Fritteuse. Pizzaofen, geil. Hotdog-Grill. Das Industriegrill. Hier ist das hier. Schmuckvitrine. Das war... Gibt's die auch in klein und billig? Also vor allen Dingen in billig? Ach du Scheiße, der Kassenschalter kostet aber auch. Das wäre halt das Ding. Warte mal, wo kann man denn. Gibt's auch neben der Registrierkasse einen normalen Tisch? Schrank mit Schubladen, der ist das wahrscheinlich. Du hast dir das günstigste Business ausgesucht. Geil, alles klar. Ich weiß, wo ich morgen hingehe. Ja, ich habe morgen frei. Da gibt's jetzt erstmal Fettkredit, ja. 20.000 oder so. Ich muss das einrichten. Okay, Leute. Pass auf, wenn wir morgen frei haben, dann sollten wir... Ach du Scheiße, wie weit ist denn der Park hier weg? Der ist auf der anderen Seite der Welt. Gibt's hier oben noch einen kleinen Park? Okay. Wir legen das mal als Ziel fest, damit ich da locker flockig hinfinde. Ja. So, warte. Okay, rein da. Wir müssen mal schauen, wie wir damit rumkommen. Also 10.000 für eine Schmuckvitrine ist natürlich ein Haufen Holz, ne? Und dann brauchen wir noch 2 für eine Kasse. Also eine richtige Kasse. Oder kann ich die Registrierkasse auch auf diesen anderen Schub draufstellen? Geht das? Also auf diesen Schrank mit Schubladen. Kann ich da auch eine Registrierkasse draufstellen? Geht das? Oder ist das nicht möglich? Oder gibt's da vielleicht auch noch? Ja, Schmuck zum Verkaufen brauchen wir auch noch. Aber da machen wir hoffentlich bei jedem Verkauf wenigstens ein bisschen Krödis, ne? Okay, das geht. Okay? Jo. Alles klar. Bin informiert. Jetzt legen wir uns erstmal aufs Ohr, ne? Ich würde vorschlagen, jetzt machen wir erstmal den ordentlichen Stadtpark-Veteran. Ja? Und dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. Ich weiß nicht, wie viel wir blechen müssen, wenn wir 20.000 Kredit nehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht billig ist. Und die Frage ist, gibt ihr uns den Kredit? Aber ich glaube, was soll schon passieren, ne?
Blattgoldburger. Ja, vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, aber so, ich habe ja auch gesehen, da gab es ja diese Fritteusen und Öfen und so weiter, die waren ja auch nicht billig. Es war ja auch nicht gerade ein Schnabber, ne? Dankeschön, Mothman, für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Hi! Blumenladen. Oh, Blumenlädchen vielleicht, ne? So kleine Blume oder so. Nennen wir dann Z-Blumenparadies. So, okay, pass auf. Unser Plan ist jetzt wie folgt. Wir gehen jetzt erstmal bei der Bank betteln. Das ist für mich der erste Plan des Tages. Der hat noch zu. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwie irgendwas anders. Keine Ahnung. Geschenkladen. Ja, ich weiß, wir können jetzt alle anderen Läden auch machen, ne? Aber ich wollte halt da rein, ne? Jetzt ist die Frage, was... Ich will ja erstmal rausfinden, bevor die Trommelblase zerplatzt. Was kostet mich das? Ja, das will ich wissen. Alles normal, ja klar. Also pass auf. Was kostet mich, sagen wir mal, 20, 25k Kredit bei den Meisterpads da oben, ja? Im alten Fisch. Und, Selin, einen wunderhübschen guten Abend. Was macht der auf? Um 8 Uhr? Ja, Mist, ey. Können wir Pizza essen? Geht auch erst um 8. Pass auf, wir machen folgendes. Wir versuchen, richtig Cash zu holen. Dann machen wir, gehen wir bei der Pizza rein, weil wenn du richtig so guten Kredit kriegst, ja, dann musst du erstmal Pizza essen. Das ist ein, so will es das Gesetz, ja. Und, dann würde ich sagen, ist das unser Plan für heute. Fettkredit, dann eine ordentliche fettige Pizza und dann hoffentlich das ganze Zeug. Mein Plan ist so. Mal schauen. Und einfach ist auch dir, sagt Zwergenburgerbude, kann alles kommen, kann alles kommen. Wie gesagt, wir übernehmen die City hier. Ich sehe das. Komm, 15 Minuten noch. Kann auch, ich bin ein treuer Kunde, ne? Also ich habe einen Kredit bei ihm schon mal gemacht. Was für Pizzen, wir werden das rausfinden. Aber erst ab 8. Vorher mit leeren, mit nüchternem Magen gehen wir erstmal da rein und sagen, Kumpel Larry, alte Wurst, wie schaut's denn aus? 25k, was meinst du? Tägliche Zahlung 63? Na klar, Mann! Easy peasy, sagt er. Ja, Gott sei Dank. Okay, Leute, jetzt ändert sich der Plan auch komplett, Leute. Wir gehen hier all in. Als Brückenschläfer, pass auf. Ich meine, als Parkschläfer gönnen wir uns jetzt erstmal eine 20 Dollar. Nee, tschüss, Alter. No way. Also, so dicke habe ich es jetzt auch nicht. Der Pizzamann wollte uns voll abziehen, ey. So nicht, Leute, so nicht. 20 Kröten für eine Pizza. Da gehe ich lieber einen Salat essen. Nein, gehe ich nicht, ne? Ihr wisst Bescheid, aber so einen Burger gab es für 5 oder so. Hier, 4,10, da sehe ich uns aber ganz weit vorne. Ja. Jetzt denkt er sich, dein Inder gehört mir. Holly, auf jeden Fall. Ja, wir haben ja gerade unsere Seele verkauft. Das sehe ich schon auch so. Dankeschön. Es war mir ein Fest, mit dir Geschäfte zu machen hier, Burgermann. Okay. So, dann ab nach oben. Ab nach oben, 160 Meter. Das machen wir als Morgenspaziergang. Ja, nach unserem ordentlichen Schläfchen auf der Parkbank geht es uns auch gut. Ne? Also, was willst du auch sagen? Wir haben 25,3, das ist okay. Wir geben hier alles, ne? Wir geben hier alles. Außerdem ist der Rücken kaputt, weil die Parkbänke sind jetzt nicht dafür gemacht, dass man da jetzt so jeden Abend drauf schläft. Ey, ich muss da durch. Entschuldigen Sie. Wow! Ich hab... Oh Gott, das sind Todesfallen hier. So, Moinsen! Filialleiter. Meister, ich habe mal eine Frage. Ja, pass auf. Z-Diamant hätte ich gerne. Morgen ist Samstag, ne? Heute ist Freitag, morgen ist Samstag. Morgen um 10 hätte ich gerne eine Lieferung von dir. Das kostet 250. Ach komm, das soll es uns mal wert sein. Pass auf, wir wollen einen Schrank mit Schubladen, damit wir unsere Registrierkasse draufstellen können. Kassenschalter brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber das ist mir jetzt erstmal Boogie. Backwaren, Umkleidekabine, Kleiderständer, alles gut, alles schön. Industriegrill, Produktaufsteller, das ist nicht, oder Schmuckvitrine müssen wir auch noch nehmen. Und Einkaufskörbchen brauchen wir. Brauche ich sonst noch irgendwas? Ein Lagerregal wäre irgendwie noch irgendwie nett, oder? Nee, das können wir am Anfang auf den Boden stellen. Scheißegal. So. Das ist der Plan, oder? Mülleimer. Okay, Mülleimer nehme ich auch noch. 11.000. Ey, das ist ein Schnapper, du. Leute. Okay, das ist gut, das ist gut. Tüten! Gibt's hier Tüten?
Haben die sowas wie Tüten hier? Nee, ne? Kann ich das, warte mal, kann ich das auch so mitnehmen? Alles auch, ja, ich kann das auch so mitnehmen, oder? Hier, guck mal, Sackkarrenmann. Sackkarrenmann, der Mann, der die Sackkarren kann. Mülleimer rein. Schnapper, so, hier Vitrine rein. Vitrine. Regälchen. Sparen wir uns halt nochmal 200 Kröten, ne? So, Kassenschalter will ich jetzt keinen. Wir sind bei uns, Palettenregal ist auch bestimmt nice. Wir gehen mal hier an die Bestellung. Das war das, das war's, ne? Ja, oh, geil. Sackkarrenmann, der Mann mit den Sackkarren. Entschuldigen Sie. So, jetzt sind wir voll, Alter, ein bisschen beladen, also. Huch. Machen wir hier unten als Ziel. Okay, und dann müssen wir noch rausfinden, wo zum Henker kriege ich denn eigentlich den Stuff überhaupt her? Ja? Also ihr seht schon, ich bin bestens organisiert, um eine Firma zu gründen, ja? Schlimmerweise, man könnte jetzt sagen, es war als ich damals meine Gewerbeanmeldung gemacht habe, irgendwie anders, aber ich würde lügen, wenn ich das sagen würde. Es war ziemlich ähnlich. Ich bin jetzt der Sackkarrenmann, ja? Ich gehe jetzt voll ins Lieferbusiness. Da kannst du richtig schlecht verdienen auch. Die tragen den Schmuck. Nein, Sackkarrenmann wird überfahren. No, rettet den Sackkarrenmann. Machen Sackkarrenhandel auf. Das wäre der Traum, ey. Das wäre einfach der epische Traum. So, pass auf, macht. Mülleimerchens. Platzieren. Mülleimer gibt es ja an der Türe. Ja, wenn du gehst, kannst du in den Eimer schmeißen. Hier so, in der Ecke. So, bam, Mülleimer. Geil. So, was haben wir hier noch? Einkaufskörbchen. Gibt es hier vorne. So, dann... Schrank mit Schubladen. Den bauen wir jetzt auch auf. Den bauen wir hier so auf. Provisorisch. Nee, warte mal, abbrechen. Den kann ich jetzt hier so draufpacken. Und den Schmuckvitrine. Geil, wir haben eine Schmuckvitrine. Eine einzige. Die bauen wir jetzt hier so hin. Kann man das ist erstmal nicht definiert. Preiswerter Schmuck. Teurer Schmuck. Preiswert erstmal. Junge, preiswert, sag ich dir. So, pass auf, Papiertüten brauchen wir schon, glaube ich. Wir parken das mal. Hey, haben die andere Sackkarre, haben sie abgeholt, ne? Die haben sie doch wieder mitgenommen. Okay, pass auf, wo kriege ich Papiertüten her, Leute? Kriege ich das in dem anderen Einrichtungshaus mit? Schon, oder? Lass mal zum Nachbarn rüber. Ah, das ist bei dem anderen, oder was? Bei dem Lager? Lagerhaus, wo bist du? Einrichtungshaus brauche ich jetzt nicht mehr gerade. Möbelhaus, Import, Export, Geschäft für Bürobedarf. Großhandel, hier. Ah, da oben ist der. Ein Zwerg verlängert seine Linie. Als Ziel festlegen. Boah, da sind wir aber auch ganz schön unterwegs, ne? Hallo zusammen. Ey, Sawanski, alte Wurstaut, Mensch, wie geht's dir? Na, Sawanski? Vielen lieben Dank erstmal für 21, du. Das ist saulieb von dir. Das ist gar nicht so weit, ey. Ich hab das jetzt irgendwie weiter eingeschätzt. Da kriege ich auch Tüten her? So Papier? Gibt Öffis? So. Ja. Ich habe noch keinen entdeckt gerade irgendwie. Oder ich habe noch nicht richtig geguckt. Das kann wahrscheinlich eher das Problem sein. So, es ist 14 Uhr. Wir machen uns mal statt. Klar, wir wollen preiswerten Schmuck vertickern. Ja, das ist der Plan. Erstmal. Wir können auch dann schauen, ob wir dann teuren Schmuck verticken. Aber jetzt erstmal, ich habe nicht unbegrenzt Kohle. Wir müssen schauen, dass wir das in ordentlich was investieren. Da gehen wir rein. So, hallo. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier falsch. Ich muss auf die andere Straßenseite, oder? Ja, ich muss auf die andere Straßenseite. Okay.
War auch ein tristes Arbeiten da drin, ne, bei denen. Ich glaube, hier sind wir richtig. Wir parken schon die kleinen Autos vor der Tür. Leco mio. So, dann können wir wenigstens bei denen über die Rasenfläche hier. Ist das Rasen? Könnte es Rasen sein. So, hier müssen wir rein. Moinsen! So, hier Sackkarre nehmen. Der Sackkarrenmann. So. Was brauchen wir hier? Also, pass auf, hier hängt doch irgendwas. Was hängt da? Pommes. Pommes, Salat, 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 Hotdog, Pizza, Pizza, Burger. Frische Lebensmittel, Donuts. Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? So, teure Blume. Preiswerter Schmuck, hier. Kann ich auch eine halbe Kiste mitnehmen? Noch vielleicht. Gott sei Dank haben wir nicht teuren Schmuck genommen. Da hätte ich mal umdisponieren müssen bei 54k, Mann. Alter. entschuldigen Sie bitte, junge Dame. Es ist ein bisschen teuer gerade, was Sie da machen. Das ist auch Wucher. Alter. Hate my life, ey. So, okay. Wir sind hier glückliche und zufriedene Kunden. Oder auch nicht. Oder so ähnlich. Wir wollen jetzt erstmal nach Hause. Auf nach Hause. Ziel festlegen. Ihr habt gesagt, hier gibt es irgendwo öffentliche. Ist ein Parkplatz? Keine Ahnung, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin hier völlig lost einfach. Aber ich komme hin. Ich komme hin in dieser Papiertüten, verdammte Scheiße. Danke. Entschuldigen Sie, wir müssen doch nochmal rein. Ich war gerade da. Sie erinnern sich doch bestimmt noch. Wo gibt's hier... Da. Geil. 1000 Papiertüten sollte reichen. So viel, bis wir die verkaufen, bis wir 1000 Papiertüten verkauft haben. Wir haben nur 50 mal Spuck. Alter, das sind die guten Biotüten, ja klar. Ja, das sind die abbaubaren, die duften, ne? Also. Da brennst du dir die letzte Hirnzelle weg, wenn du an denen schnupperst, du. Ganz wild. So. Hier ist grün, ich sehe das genau. Grün, Mann, grün! So, verdammte Scheiße. So, wir müssen auch was essen dann noch. Das machen wir, wenn wir daheim sind. Oh, hier gibt's Hot Dogs. Das duftet. So, okay, dann, hier so lang. Wir haben immer noch keine Bude, ne? Wir schlafen immer noch ekelhaft im Park. Morgen müssten wir theoretisch arbeiten. Ich sehe aber tatsächlich nicht, dass wir da arbeiten werden. Ich sage euch, wie es ist. Wir kündigen. Wir kündigen einfach. Ja? Wir gehen jetzt morgen arbeiten. Wir gehen morgen arbeiten. Da sehe ich uns eher drin. Also, wir arbeiten jetzt nur noch für uns. In unserem eigenen Job. Ja? Wir gehen all in. Risky Bisky. Ja? Oh Gott. Holy moly. Don't fahr mich an. So. So, Moinsen. Inhalte entfernen. Nee. Pass mal, Obacht. Wie mache ich das jetzt? Papiertüten? Platzieren? Hier hinten. Ah ja, hier, pass auf. Ich probiere das jetzt mal so. Ich muss ja das irgendwo lagern, das Zeug. So vielleicht? Nee. Wo ist denn das jetzt? Ach, das hat er schon. Ah, okay, das hat er schon alles reingepackt. Okay, pass auf, wir gehen all in, Leute. Wir kündigen erstmal unseren alten Job.